Mr. Nikak Batze, du bist neuer Combo-Guard hier in Reihen der LTR Gießen 46ers. Willkommen in Mittelhessen. Schön, dass du da bist. Dankeschön, vielen Dank. Du hast wie kaum ein anderer Basketballer in Deutschland ein unglaubliches Hoch und einen unglaublich tiefen Fall hinter dir. Du standst damals kurz vor dem Sprung in die NBA, bist dann von Verletzungen immer wieder zurückgeworfen. Jetzt bist du hier. Kannst du ein bisschen erzählen, was hat dich dazu gebracht zu sagen, ich gebe jetzt nochmal Gas, ich greife jetzt nochmal an, ich will es nochmal wissen? Also erstmal hatte ich nie den Zweifel gehabt, egal in welcher Situation ich mich zu jeglichen Zeitpunkt befunden habe, dass ich nicht weitermachen werde oder nicht weiter Gas geben werde. Nur für mich hat es halt eine Zeit lang gedauert, dass ich halt körperlich wieder in der Lage und Verfassung war, dem Sport, den ich so sehr liebe, auch wieder nachgehen zu können. Und ja, das hat für mich 16 Monate gekostet. Und jetzt bin ich hier in Gießen. Im Sommer bin ich hier gewesen. Der Coach hat mich das erste Mal in Berlin in so einem Basketballcamp gesehen. Und dann bin ich halt hier nach Gießen gekommen zum Tryout. Und ja, mehr oder weniger über den Coach bin ich dann hier nach Gießen jetzt gekommen. Okay, das heißt, der Coach hat dich mit seinen Vorstellungen so überzeugt, dass du gesagt hast, okay, das ist das Richtige für mich. Ich habe in einem Interview gelesen, dass es dir sehr wichtig ist, dass du eine Mannschaft hast, die wirklich als Team auftritt. Und das deckt sich ja auch mit den Vorstellungen von Björn Harmsen. Wie ist so dein Eindruck jetzt nach den ersten Trainingssessions? Ist das so? Ist das so, wie du dir es vorgestellt hast? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, momentan ist es eine sehr harte Vorbereitung, die wir gerade durchmachen. Ja, ihr habt auch gerade richtig Intervallläufe hinter euch. Ja, aber das Engagement von den Teammates und von den Coaches und dem ganzen Trainerstab ist wirklich sehr hoch, sehr professionell. Es übertrifft eigentlich auch die Erwartungen, die ich anfangs hatte. Okay. Und zu dem Aspekt bin ich eigentlich sehr zufrieden. Und auch mit meinen Mannschaftskollegen komme ich sehr gut klar. Ich denke, wir sind eine sehr gute Gruppe, die einander respektieren und die auch gut miteinander umgehen. Du bist ja jetzt schon einiges in der Basketballwelt auch rumgekommen. Du warst in Italien, warst in Griechenland, hast im Euroleague gespielt. Was würdest du sagen, wie hat sich der Basketball in Deutschland so entwickelt, seit du angefangen hast? Wenn ich ehrlich bin, kann ich nicht dazu viel sagen, weil ich den Basketball in Deutschland wenig verfolgt habe. Gerade in den letzten 2 Jahren, wo ich selber vom Geschehen weg gewesen bin. Und die Jahre davor habe ich halt viel in Italien gespielt und mich mehr halt an den italienischen Basketball orientiert. Verfolgst du die Nationalmannschaft noch? Du warst ja selber auch Nationalspieler. Hast du da noch einen Blick drauf oder ist das auch was, wo du sagst, nee, interessiert mich nicht mehr? Doch, es ist schon interessant, nur wie gesagt, momentan bleibt dafür echt wenig Zeit. Okay. Also den Großteil der Zeit verbringen wir im Moment entweder hier im Stadion oder in den Hallen. Wenn mal dann halt die Spiele laufen und wir Zeit haben, dann gucke ich mir die natürlich auch an. Okay. Aber jetzt so große Eindrücke konnte ich mir jetzt noch nicht erschaffen. Mal schauen, nächste Woche fängt da das Turnier an und ich hoffe, dass es dann auch von den Trainingszeiten her passt, dass wir uns da auch als Mannschaft zusammen dann die Spiele dann angucken können. Okay. Du hast in einem Interview gesagt, dass ich gelesen habe, dass Gießen eine der wichtigsten, wenn nicht vielleicht die wichtigste Station deiner Karriere ist. In Gießen gibt es ja so ein bisschen eine Tradition von Spielern, die mal gut waren, sich dann verletzt haben und dann versuchen in Gießen wieder den Absprung zu schaffen, was leider nie wirklich funktioniert hat. Warum wird es bei dir anders? Achso, davon wusste ich gar nichts. Ne, generell ist es, wie gesagt, ich komme halt von einer längeren Verletzung. Ich musste längere Zeit pausieren. Ich bin halt ein bisschen weit weg vom Basketball gekommen. Und daher ist für mich halt dieses Jahr hier in Gießen eine sehr wichtige Station, um den Anschluss wieder zu finden, um mein Comeback zu starten. Und von daher denke ich, dass es sehr wichtig ist für mich. Wenn du einen Wunsch frei hättest für die Saison, was wäre das? Gesundheit. Gesund bleiben. Was ist das größte Missverständnis über Misan Nikakbadze? Boah, das größte Missverständnis, weiß nicht. Ich denke, es gibt viele Missverständnisse. Zum Beispiel? Ja, oft ist es halt so, dass durch meine äußerlichen Erscheinung ich oft missinterpretiert werde und Leute mich gerne halt in eine Schublade stecken, die dann oft dann enttäuscht werden, wenn die mich dann halt persönlich kennenlernen. Und ich denke so, dass es geht vielen Leuten so.
bei mir ist es halt immer, gerade jetzt auch im Basketball und in der Basketballwelt hier in Deutschland, immer was Besonderes gewesen. Und ja, von daher würde ich jetzt nichts Konkretes nennen. Okay. Das ist so generell einfach nur so dieser erste Eindruck, den man halt von jemandem bekommt oder von jemandem hat, der ist halt, der täuscht halt oft. Okay. Und so, das ist so bei mir, denke ich, so das größte Missverständnis, womit ich halt bisher in meiner Karriere halt oft zu tun hatte. Also zum Beispiel auch mit dem Björn, als wir uns am Anfang kennengelernt haben. Klar hat er auch von mir einige Geschichten gehört und sich so seine Eindrücke geschafft. Und dann, wo es dann zum ersten Gespräch kam, da hat er dann wirklich gemerkt, so, nee, der Junge ist ja wirklich ganz, ganz in Ordnung. Mhm. Und okay, cool. Du kommst ja eigentlich oder hast auch eine Streetball-Vergangenheit. Gibt es eine Chance, dich irgendwann mal hier in Gießen auf einem Platz hinter der Osthalle oder sonst irgendwo zu sehen? Vielleicht, wenn mal ein paar Tage frei sind, oder ist dann wirklich Kopf weg vom Basketball und abschalten? Nee, also ich denke nicht, dass der Kopf jetzt unbedingt weg vom Basketball ist, aber heutzutage ist das mir einfach zu risikoreich jetzt. Auf den Freiplätzen mich rumzutreiben. Wie gesagt, also dazu nehme ich jetzt den Sport auch und meine Profession auch zu ernst, um, wie gesagt, mich da auf irgendwelchen Freiplätzen durch Spaß dann irgendwie zu verletzen. Also deswegen für mich vielleicht mal unter Freunden oder so, dass man da halt so gewisse Wurfspiele oder weiß nicht was macht, aber auf den Freiplätzen und den Streetball-Turnieren wird man mich nicht mehr sehen. Okay, dann vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und ich freue mich darauf, dich spielen zu sehen. Vielen Dank.